Der Empfang ist rührend. Die Frauen, die ich zu Momba, einem Vorort von der sambischen Hauptstadt Lusaka, kennenlernen, haben sich nicht nur schön angekleidet, nein, sie singen und tanzen dann auch für den Besucher aus der Schweiz. Ich bin zu Gast bei einem Projekt von der Bethlehem-Mission Immersee und möchte wissen, wie der Alltag der Einsatzleistenden aussieht. Die BMI unterstützt dort die Gruppe der Strong Women, der starken Frauen, die beschlossen haben, sich nicht ihrem Leiden hinzugeben, sondern andere zu unterstützen, die wie sie Diagnose HIV haben. Die Gruppe lässt uns ein auf einen Spaziergang durch die Steppe. Jede Frau zeigt uns ihre Hütte und stellt uns ihre Familie vor. Die Maria ist Witwe. Weil ihr Mann bei der Armee war, hat sie nach seinem Tod eine Rente bekommen und sich ein Stück Land kaufen können. Sie pflanzt Gemüse und Früchte an und bringt ihre Ware auf den Markt. Seit ihre Söhne gemerkt haben, dass die Mutter geschäftlich Erfolg hat, arbeiten sie übrigens auch mit. Die Elisabeth hat grosses Pech gehabt, wo ein Sturm über ihr Dorf gefegt ist und zu allem Elend noch ihres Ersparten gestohlen worden ist. In einem ruhigen Moment erzählt sie mir aus ihrem Leben. I'm Elisabeth. I'm 44 years. I'm a positive living mother. Ich heiße Elisabeth, bin 44, HIV-positiv und alleinerziehende Mutter. Meine Kinder brauchen zu essen und gehen in die Schule. Das kostet Geld. Ich muss kämpfen, wenn ich will, dass es meinen Kindern gut geht. So last time, it was 2010. 2010 hat es einen heftigen Sturm gegeben, mein Dach hat es weggewindet, das Haus ist zusammengebrochen, ich musste umziehen und wir haben während der ganzen Saison in der Küche geschlafen. Erst als der Regen vorbei war, haben wir mit dem Wiederaufbau anfangen. Und jetzt leben wir die Sechsten in diesem kleinen Häuschen. We are finished, it's when we started building the small house. But now we are sleeping in that small house, the six of us. Renate Giesler leistet einen Einsatz für die Bethlehem-Mission Immersee. Alles, was sie in der Schweiz hatte, hat sie hinter sich gelassen und sich verpflichtet, 3 Jahre ohne Lohn dort zu arbeiten. Als Pflegefachfrau mit viel Erfahrung in der Onkologie weiss sie, was es heisst, sich um Menschen zu kümmern, die wenig oder keine Perspektive haben. Auf mich macht sie einen bodenständigen Eindruck, mit einem klaren Blick auf Aufgaben und Prioritäten. Alltag in Sambia. Ein Nachbar kommt vorbei und liefert 3 Hühner, die man fürs Mittag den Köchi bringen sollte. Renate kann aber nur 2 Hühner aufs Mal tragen und gibt mir den Auftrag, das dritte zu nehmen. Ja, wie soll das gehen? Ich habe noch nie ein lebendes Huhn in der Hand gehabt. Renate zeigt mir den richtigen Griff hinter dem Hals an den Flügel. Und so ist das eigentlich keine Hexerei mehr. Die Home-Based Care von Momba ist eine Art Spitex auf afrikanische Art. Renate Giesler gibt voraus bekannt, wenn und wo sie ihre Sprechstunden abhaltet und dorthin pilgert dann die Patienten. Heute trifft man sich in einer Hütte vor einem Schulhaus. Wo wir ankommen, sitzen schon einige Frauen, Kinder und alte Leute draussen im Gras und warten. Und dann braucht Renate vor allem Zeit und Geduld. Einer nach dem anderen kommt dran, erzählt seine Geschichte und die von seinen Kindern und die von seiner Frau und von seiner ganzen Familie. Renate lässt zu, untersucht Frauen, Männer, Kind, pflegt Wunden, erneuert Verbände, sie beratet und gibt Medikamente ab. Manchmal helfen auch ein paar tröstende Worte. Die heissen Tage in Sambia waren eindrücklich und ich behalte sie sicher noch lange in Erinnerung. Ich habe grössten Respekt vor dem Einsatz von Renate Giesler, der Strong Women und allen, die mithelfen. Und ich merke einmal mehr, dass vieles an den Frauen hängen bleibt. Klar, es gibt ein paar Männer, die sich einsetzen, aber die sind selten. Die Kraft und der Durchhaltewille von den Müttern, Grossmüttern, Schwestern, Freundinnen und von vielen Helferinnen ist es, die die Gesellschaft in einem der ärmsten Länder von Afrika am Leben erhaltet. Diese Frauen haben unsere Unterstützung verdient. Ich